herzlich willkommen bei der CA Immo. Auch dieses Jahr trifft sich die Immobilienbranche zu einem spätsommerlichen Fest in unmittelbarer Nähe zum Botanischen Garten. Mein Name ist Frank Nickel, ich bin der CEO der CA Immo und möchte Sie zum traditionellen Sommerfest der CA Immo in unseren Büroräumen herzlich willkommen heißen. Für die meisten Gäste ist es nicht das erste Sommerfest, für den CEO des Gastgebers hingegen schon. Die Österreicher sind bekannt für ihre Partys, bin ich mir sehr sicher, dass das hier ein schöner Abend wird. Und das, was ich bis jetzt gesehen habe, gefällt es den Menschen hier. Ich glaube, wir haben genug zu trinken und zu essen da. Mir gefällt es auch, das Wetter ist perfekt, also was soll hier passieren? Ich freue mich auf den Abend. Die Stimmung im Haus ist nicht nur aufgrund des wunderschönen Wetters fabelhaft. Also wir haben mit rund 100 Millionen Euro Halbjahresergebnis für das erste Halbjahr ein Rekordergebnis gezeigt. Worauf wir besonders stolz sind, ist, dass es eben nicht nur auf Aufwertungsgewinnen beruht, sondern wir auch im operativen nachhaltigen Ergebnis, also in diesem FFO, deutliche Steigerungen erzielen konnten. Das heißt, man sieht, wir sind da am richtigen Kurs. Die vielen Gäste ließen es sich auch heuer nicht nehmen, der Einladung zu folgen. Ich hatte das Vergnügen, schon öfters hier zu sein. Seit dem Bauprojekt vor etwa 10 Jahren, wie wir hier diesen Komplex errichtet haben, bekomme ich regelmäßig Einladungen und versuche eigentlich jedes Jahr hierher zu kommen, weil das hier ein schöner Branchentreff ist. Wie gesagt, also dass nach einem kurzen oder langen Sommer, also wie es halt für jeden ausgefallen ist, man wieder Freunde sieht aus der Branche, mit denen man sich dann wieder gerne austauscht. Ja, die CA Immo ist natürlich eine Institution im Bezirk geworden. Nicht nur, dass die Zentrale hier ist im dritten Bezirk, sondern dass ja auch viel im dritten Bezirk sozusagen bauen. Wir haben erst jüngst auf der Erdberger Lände 2 Spatenstiche gehabt für Wohnungen. Wir brauchen Wohnungen. Es ist bei uns so, dass man nicht länger als 4 Wochen braucht für die Vergabe der Wohnungen. Wir haben uns getroffen, dass halt keine sozusagen geförderten Wohnungen sind, sondern freifinanzierte. Aber ich mache mir trotzdem keine Sorgen, denn beim Donaukanal Praternähe wird sicherlich, wie der Wiener sagt, ein Gris sein um die Wohnungen. Jedes schöne Fest geht einmal vorüber. Aber wir sehen uns ganz bestimmt nächstes Jahr wieder.